Und er hat auch die Macht der Imame eingeschränkt. Und er hat gesagt, der Islam ist die absurde Theologie eines unmoralischen Beduinen. Atatürk hat die Türkei demokratisch geprägt. Da haben wir ihn. Der Islam ist die absurde Gotteslehre eines unmoralischen Beduinen und vergiftet unser Leben. Atatürk hat es begriffen. Ja, er hat es begriffen, wie auch noch andere. Komm, jetzt zeigen wir mal alle, die in der Geschichte das Gleiche schon erkannt haben. Weil der Islam ist ja nicht gestern vom Himmel gefallen. Den Islam gibt es seit 1400 Jahren. Da haben schon Geistesgrößen wie Voltaire haben es auch schon erkannt. Voltaire hat schon vor über 200 Jahren gesagt, dass der Koran Angst, Hass, Verachtung für andere und Mord als legitimes Mittel zur Verbreitung dieser Lehre vor. Ja, Mord. Genau der Mord, der von euren kommunistischen Anführern in der Geschichte auch schon 100 Millionen Mal ausgeführt wurde. Ja, genau dieser Mord. Und deswegen seid ihr auch für den politischen Islam, weil der genauso totalitär und Massenmord ist. Ja? Hier, Voltaire 1740, ein kluger Aufklärer. Leute, bitte? Wer? Voltaire? Ach, ich. Voltaire nicht, ne? Voltaire nicht. Doch. Bisschen vielleicht. Voltaire interessiert mich. Der ist schon tot, ne? Aber was er gesagt hat, Humus, was er... Was wollte ich? Ein Christian Strache wollte 1993 eher von einer Synagoge stürmen. Was sagst du denn da? Da weiß ich nichts von. Strache wollte, wann? 1991? Also, dass der Synagoge stürmen wollte, wäre mir neu. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch auf der einschlägigen Propaganda fußt. Ja? Wenn Linke und Linksextreme sowas behaupten, ja? Die sagen ja auch, dass wir Rassisten wären und Nazis, ja? Deswegen glaubt man solche Thesen also, aus der Ecke, ja? Erst dann, wenn wir sie übertrübt haben. So, Martin Luther, der Begründer der evangelischen Kirche, der wusste gut Bescheid über den Islam. Er sagte, der Islam ist nicht mit Predigten und Wunderwerk, sondern mit dem Schwert und Morden so weit gekommen. Luther Hetzer, oder? Ja, gut, es stimmt. Es stimmt, dass er was gegen die jüdische Lehre hatte. Ja? Und dass er gegen Juden angestellt war, ist nicht in Ordnung. Aber was er über den Islam sagt, ist richtig. Ja? Und ich sag's ganz offen, wenn man in den jüdischen Schriften sich umschaut, findet man viel Bedenkliches. Da steht auch von Vernichtung von anderen. Aber das Gute ist, im Judentum, das wurde im 12. Jahrhundert säkularisiert. Das Judentum hat sich modernisiert und hat sich auch unter die Prämisse demokratischer Gesetze gestellt. Deswegen ist Israel ein demokratischer jüdischer Staat. Deswegen haben wir mit Juden kein Problem. Ich sage euch eins, wenn es eine jüdische Terrorbande geben würde, die sich rummordend durch den Planeten fräsen würde und irgendwelche Sachen aus dem Talmud zitieren würde, dann würden wir hier auch zu den jüdischen Schriften aufnehmen. Das brauchen wir aber nicht, weil das Judentum säkularisiert wurde. Genauso wie das Christentum durch Jesus modernisiert wurde. Denn im Alten Testament ist auch der Bruder Samir. Die brauchen wir aber nicht hier vorzuführen, weil sie kein Bestandteil der christlichen Überzeugung sind. Ganz einfach. Ja? So, weiter geht's. Mit denen haben wir letztes Jahr auch schon bei der Kundgebung. Euer großes Vorbild. Wir Linken und Linksextremen. Wir haben Marx, ein übler Hetzer. Der Islam schafft einen Zustand permanenter Feindschaft zwischen Moslems und Ungläubigen. Hey, der Marx war im Unterschied zu euch schlau. Der war intelligent. Der hat den Koran gelesen und hat ihn begriffen. Er hat es festgestellt. Und das ist eine Tatsache seit 1400 Jahren. Permanente Feindschaft zwischen Moslems und Ungläubigen. Das kannst du durchdeklinieren durch alle Länder, wo sich der Islam breit macht. Und unser Herz schlägt für die Christen auf den Philippinen, die im Süden islamische Terrorbanden haben, die dort Christen abmurksen und ihren islamischen Scharia-Staat errichten wollen. Unser Herz schlägt für die Buddhisten in Thailand, die auch im Süden islamische Terrorbanden haben, die sich genauso nach dem gleichen Prinzip mit Terror durchfräsen und dort auch einen islamischen Staat errichten wollen. Und unser Herz schlägt für alle europäischen Nationen, wo der Islam sich breit macht und auch mit Terror sich durchfräst.
Merkt ihr was, Leute? Das hat Prinzip, das hat Struktur, das hat ideologische Grundlagen. Das ist der politische Islam, der die Gewalt und das Töten und den Terror fordert, um den Islam an die Macht zu bringen. Im Koran steht, werft Terror und Schrecken in die Herzen der Ungläubigen. Es wird ausgeführt. Herr Schwarz, warum schütteln Sie den Kopf? Steht es drin oder steht es nicht drin? Sie waren bei hunderten unserer Kundgebungen. Haben Sie die Fakten begriffen? Haben Sie es begriffen, Herr Schwarz? Nee, ne? Zahlen Sie erstmal Ihre Gerichtsschulden gegen mich, ne? Wo Sie verloren haben, wo Sie mich idiotischerweise angeklagt haben, Herr Schwarz. Wo Sie, der hat behauptet, das müssen wir mal wieder aufwärmen, die ganze Geschichte, ne? Der zerrt mich vor Gerichte, Herr Schwarz, da, ne? Und hat behauptet, er wäre auf einem Flyer von uns, wäre er auf dem Foto zu sehen, und zwar hier, wo jetzt unsere Leute stehen, wo unsere Leute damals in der Freiheit standen und hier die Unterschriftenlisten haben ausfüllen lassen, ne? Und hier die Flyer verteilt haben. Da hat der geglaubt, er wäre sozusagen da drin auf einem Foto zu sehen. Das war jemand, der sah ihm sehr ähnlich. Da tut der tatsächlich, er, der mittellose Herr Schwarz, ich weiß nicht, von was er lebt, Hartz IV oder was auch immer, der bitte von der Roten Hilfe einen Anwalt, der Herr Schwarz zerrt mich vor Gericht, ja, und ich muss dann vor Gericht klarstellen, also schaut's mal her, Leute, ja, das ist ein Freund aus Baden-Württemberg, der da hinten am Pavillon steht, der Schwarz kam dann mal in die Nähe von unserem Pavillon, geschweige denn dahinter, und er behauptet, er wäre es, und hat sein Foto missbraucht, ja. Leute, und der kriegt dann auch von der Roten Hilfe einen Anwalt, der Gipfelpunkt des Wahnsinns, ja, und dann kann er dann immer seine Gerichtskosten bezahlen, Herr Schwarz. Da muss dann ich noch vor Gericht 180 Euro auslegen, ja. Haben wir einen Gerichtsvollzieher da, der entfänden kann, den Herrn Schwarz, ja. Könnte man machen. Ne? Leute, sowas erlebe ich mit linken Gegendemonstranten. Ne? Nichts in der Birne, ja? Aber von der Roten Hilfe, wenn sie auch noch vor Gericht und Anwalt besorgt. Leute, in dem Land, da läuft so viel falsch. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie viel in dem Land falsch läuft. Ja? Der Roten Hilfe müsste als allererstes der Saft abgedreht werden, dass es solche wirre Köpfe auch noch anwenden. Meine Herren, aber Schwarz, die 180 Euro, die habe ich jetzt mal investiert auf dem Weg zur guten Besserung. Vielleicht wachen sie ja irgendwann mal auf. Aber der hat gesagt, allen Ernstes, er wäre muslimischer Christ. Andreas Schwarz hat gesagt, er ist muslimischer Christ. Muslimischer Christ, ja. Und auf Marienplatz hat er mal gesagt, als er gegen mich demonstriert hat, ich stehe hier gegen einen rechtsradikalen Gewalttäter, hat er gemacht. Ja, weil ich ja ständig Gewalt ausübe. Ne? Er hat, der Herr Schwarz, der Prototyp des Gegendemonstranten. Du, Antonia Hofreiter, habe ich... Sie übt ja verbale Gewalt aus, das ist ja Schwarz. Verbale Gewalt. Oh, sagen, komm her. Gewalt aus, aber was Sie hier den ganzen Tag machen, das ist verbale Gewalt. Sie hetzen, verbreiten Hass. Und das wollte Wünschner sich einfach nicht gefallen lassen. Genau. Also ich will hier aufklären, über die Gewalt und die Hass, der im Koran ist, vertragen wir jetzt, ja. Ja, das ist jetzt... Bei Sie, die Aktionen wieder her. Da müssen Sie nicht wundern, wenn dann irgendwelche Moslems auch aktiv werden. Sie sind die Ursache. Ja, komm, geheim. Also, Sie meinen, dass wir schuld sind, dass die Moslems gewalttätig werden? Dass die hier halt. Sind wir schuld? Ja. Und wir sind auch schuld, dass der Islam sich seit 632 nach Christus gewalttätig auf dem Planeten ausgebreitet hat. Sind wir schuld? Ganz klar. Das macht der Islam seit 1400 Jahren. Wisst ihr, und wir wollen, dass es nicht 1400 Jahre weitergeht. Wieso machen Sie einen Scheibenwischer? Haben Sie kein Mitleid mit den Toten durch den islamischen Terror? Nee. Den 200 in Paris? Ja, nicht. Den 12 in Berlin? Ja, aber durch Sie wird die ganze, diese ganze Aggressivität noch viel mehr verstärkt. Sie gießen noch mehr Öl ins Feuer. Also sollen wir wegschauen, ja? Wegschauen, schweigen. Wegschauen und schweigen. Ja. Genau. Oh. Und hoffen, dass nicht noch mehr passiert. Ja. Genau. Und wenn wieder was passiert, schwamm drüber. Aber wir dürfen es nicht ansprechen. Wir dürfen den Gründen für den Terror auf den Grund gehen, ja? Nicht auf die Weise, wie Sie es machen. Das kann man friedlicher machen. Das kann man friedlicher machen mit demokratischen Parteien und nicht mit solchen Extremisten wie Ihnen. Aber meinen Sie nicht, dass man darauf aufmerksam machen sollte, was im Koran steht, in der Befehlsanleitung? Ja, das kann man auch friedlich machen. Machen wir es unfriedlich? Ja. Zitieren noch bloß. Sie verbreiten den Hass, das ist unfriedlich. Sie verbreiten den Hass, der im Koran gepredigt wird. Ja genau, Sie nehmen den auf, Sie sind nicht besser als Sie. Haben Sie zugehört? Wir haben gesagt, wir sind Menschenfreunde, mit allen, die guten Willen sind. Wir sind Menschenfreunde, mit hier den Hass verbreiten, mit hier die Leute anmachen und die Koran Menschenfreunde. Wen habe ich denn angemacht, den Herrn Schwarz? Ja, zum Beispiel auch. Ich habe nur erzählt, was der mit mir gemacht hat. Er hat mich vor Gericht gezerrt und konnte aber die Gerichtskosten zahlen. Oh! Ich bin aufgeregt. Respekt an mich.
Was ist unfriedlich? Ich kläre über die Fakten auf. Ihre aggressive Art, nicht nur die Fähigkeit, aber die aggressive Art, wie sie hier auftreten, ist gewaltig. Empfinden Sie es aggressiv? Ist vielleicht engagiert? Engagiert? Engagiert und aggressiv. Haben Sie mir überlegt, dass es vielleicht aggressiv wirken könnte, wenn wir diese Sachen aus dem Koran zitieren, mit tötet sie, schlagt in die Köpfe ab, das wirkt sehr voller Hass. Ne? Projizieren Sie dann vielleicht den Hass auf mich, weil ich es nur wiedergebe? Nein, Hass wird mehr auf Sie projizieren. Sie reflektieren ja den Hass. Wisst ihr, was mir passiert? Indem ich das alles zitiere, was im Koran steht, sind schon in den letzten Jahren Dutzende Moslems gekommen und haben gesagt, sie werden mir den Kopf abschneiden, sie werden mich töten. Ja, verstehen Sie das? Das sind halt bei jeder Kundgebung fast. Bei jeder Kundgebung. Ja? Also nicht nur abartige Beleidigungen, auch Morddrohungen. Regelmäßig. Ja? Was meinen Sie, wo das herkommt? Diese Bereitschaft zu töten. Sie wissen genau, wo man den Knopf drücken muss, dass die in der Luft geht. Das tun sie immer ganz bewusst, um zu provozieren und dann wieder darstellen zu können, wie aggressiv doch angeblich der ganze Islam ist. Weil sie nicht nur einzelne Menschen aggressiv provoziert haben, die ja, bitte auch nicht. Noch was ausrasten, aber das ist ja klar, was sie wollen. Immer wieder die Knöpfe und sagen, immer wieder, seht ihr, der Iran ist so schlimm, aber es sind nur einzelne Menschen, die sie beleidigen und provozieren. Schauen Sie mal her, wir sind seit 2010 in der öffentlichen Aufklärungsarbeit. Ja? Die Knöpfe wurden 2001 schon in New York gedrückt, wo sie 3000 Amerikaner pulverisiert haben. 2003 haben sie Züge in Madrid in die Luft gesprengt mit 180 Toten. 2006 haben sie in London Busse in die Luft gesprengt mit 60 Toten. Ja? Dann geht es weiter mit Brüssel, Paris. Ja? Sie wissen doch die ganze Geschichte. Ja? Da war lange bevor wir in die Aufklärung gekommen haben. Ja? Also von was wurden die denn provoziert? Warum agieren Sie dann mit den gleichen Mitteln? Wir wollen, dass der Terror aufhört. Wir wollen, dass den Ursachen für den Terror auf den Grund gegangen wird. Verstehen Sie das? Und weil es von der öffentlichen Politik, von den Medien verschwiegen wird, wo alles, so wie Sie vorhin gesagt haben, müssen schweigen, Peacement, Ruhe bewahren. Ja? Genau deswegen treten wir in der Aufklärung auf, weil wir darüber reden müssen. Wir müssen die Grundlage für Terror und Töten beseitigen. Sonst wird es auch noch 1400 Jahre weiter so gehen. Mit absoluter Sicherheit. Weil das Gedankengut ist im Islam. Und es wird über Moscheen, Koranschulen, islamische Organisationen, über islamische Länder, über die Schulbücher, die dort sind, wird das in die Köpfe der Menschen reingepimst. Konstantin Schreiber, Moderator bei den Tagesthemen, früher NTV-Auslandskorrespondent, hat es in einem Buch geschrieben, ja, Kinder des Korans, der zeigt auf, wie in den islamischen Ländern, und zwar flächendeckend, über die Schulbücher dieses aggressive Gift in die Köpfe reinfließt von jungen Moslems. Ja? Und viele von denen kommen über die Flüchtlingsvorwand ja, zu uns nach Deutschland mit dem Gedankengut. Konstantin Schreiber weint. Das ist einer, der aufgewacht ist. Kann man nur sagen, Applaus für Konstantin Schreiber, obwohl er jetzt bei den Tagesthemen moderiert, im öffentlich-rechtlichen System angekommen ist, hat er erkannt, was los ist und schreibt da aufklärende Bücher. Wirklich ein großes Kompliment an Konstantin Schreiber. Er hat auch in sein Islam geschrieben, das Buch, wo also in deutschen Moscheen, er war drin, er kann Arabisch, wo gehetzt wird auf Arabisch gegen uns Christen und Atheisten und Andersgläubige. In deutschen Moscheen. Leute, ihr müsst euch das mal vorstellen, da wird ein aggressives Gedankengut verbreitet, was genauso dem ähnlich ist, wie damals bei den Nationalsozialisten, nur unter anderen Vorzeichen. Jetzt stell dir mal vor, es gäbe jetzt noch Nazi-Hasstempel, wo das feindliche Gedankengut des Nationalsozialismus in Köpfe reingebüxt werden würde, der Judenhass, ja, der Hass auf Nicht-Arier, auf Slaven und so weiter und so fort, die würden wir sofort schließen. Aber unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit wird es jetzt alles gestattet, dass ein ähnliches Gedankengut in sogenannten Gebetshäusern, Moscheen, in die Köpfe reingebüxt wird. Und deswegen stehen wir da. Das muss verboten werden, Freunde. Jawohl. So, jetzt bedanken wir uns auch noch bei Stefan Bauer. Er muss jetzt wieder zurück.
Er hat hier wieder schön gefilmt. Er hat auch tolle Videos hochgeladen aus Rosenheim von unserer Kundgebung. Und Freunde, wir werden in Rosenheim noch viel Spaß erleben, weil da dreht der komplette Stadtrat durch. Der grüne Bürgermeisterkandidat, der SPD-Bürgermeisterkandidat, alle sind in heller Aufregung wegen uns, weil wir die Wahrheit sagen. Es ist genauso wie damals, als Galileo Galilei gesagt hat, nicht die Sonne dreht sich um die Erde, nein, die Erde dreht sich um die Sonne. Da wollten sie ihn auch auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Er hat die Wahrheit gesagt und genauso sagen wir die Wahrheit. Islam bedeutet nicht Frieden, Islam bedeutet Unterwerfung. Und wir werden es so lange sagen, Freunde, bis es der letzte Begriff war in dem Land. So, Rosenheim nochmal zurück. Ja, die diskutieren da ja extrem. So, und die Läden, für die war es zu laut und sowas. Wir haben angefangen, so wie hier, mit gemütlichen 80 Dezibel. Ja, bis die Linken dann wieder rechtlich Boxen aufgestellt haben und uns mit locker 120 Dezibel Bescheid haben. Erst dann haben auch wir nach oben gedreht. Ja, wir hätten auch, wenn Rosenheim ein bisschen neutraler mit uns umgegangen wäre, ja, hätten wir unsere Kundgebung gemacht und das wäre erledigt. Aber so lassen wir es nicht vorführen. Wir werden so lange bei denen auflaufen, bis die begriffen haben, dass wir uns diese mit faschistischen Methoden nicht binden lassen. Richtig. Genau, richtig. Wir haben uns in Rosenheim weg von dem zentralen Max-Josef-Platz in eine Sackgasse verfrachtet, die linken Gegendemonstranten direkt vor uns auflaufen lassen und die haben uns dann mit Boxen, mit mehreren Musikboxen, dröhnend Beschallt. Jetzt fangen die auch wieder an mit Musik. Ne? Also solange es in der Lautstärke ist, ne? Solange es lustige Musik ist, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also solange es im Rahmen ist, wird auch die Polizei nichts dagegen sagen. Nehme ich mal an, keine Ahnung. Solange alles in einem Rahmen bleibt, ist es in Ordnung. Ja? Aber was wir in Rosenheim erlebt haben, war Lärmterror. Da war übrigens das Vorstandsmitglied der Jusos Rosenheim Land, Luca Fischer, mit dabei und auch eine Europaabgeordnete der SPD, Marie Neusel oder so ähnlich heißt die. Maria Neusel, ja. Mit Ohrenstöpseln, und mit Trillerpfeife und hat also mit ohrenbetäubender Lautstärke gegen uns gedröhnt. Ja. Und das war störend einer Versammlung. Zeig mal an. Wegen Störung einer Versammlung, Paragraph 21 ist auch nicht schlecht. Freunde, wir werden hier unseren Teil dazu beitragen, dass sich auch die Linken und Linksextremen wieder an Recht und Gesetz halten, Freunde. Ja? Normalerweise ist der Hof, sich raus, eine Verunglimpfung des Nationalsozialismus nach Paragraph 130 Absatz 3. Das ist eigentlich nicht ohne. Also damit sowas wäre ich mal ein bisschen vorsichtig eigentlich. Ja? Den linksfaschistischen Nationalsozialismus. Okay, komm mal. Erklär das doch mal mit deinen acht Monaten. Ach, meine Lieblingsdamen hier. Das ist geil.